Herr Präsident, meine werten Kolleginnen und Kollegen, schon seit 1997 beschäftigt die Frage des Interessenausgleiches zwischen den Interessen des Flughafens und der Anwohnerschaft den Landtag hier in Nordrhein-Westfalen. Zuerst 1997 und dann auch in den Jahren 2007 und 2010, da nach einem Urteil des Bundesverwaltungsgerichtes in Leipzig hat der Landtag beschlossen, ein Passagiernachtflugverbot zwischen 0 und 5 Uhr einführen zu wollen. Die Beschlüsse gelten bis heute, andere zu dem Thema gibt es nicht. Dazwischen gab es eine Kette von Anträgen an die Bundesverkehrsminister und immer wieder verschiedene vorgebrachte Überlegungen, warum das nicht rechtmäßig sein könnte, was wir im Landtag beschlossen haben. Die sind bis heute alle widerlegt worden. Zuletzt haben die Verkehrsminister Ramsauer und Dobrindt ebenfalls die Anträge der Landesregierung, der rot-grünen Landesregierung, abgelehnt. Die jetzige Landesregierung will offensichtlich diesen Antrag an die jetzt neue Bundesregierung nicht erneut stellen. Sie gibt auch keine Auskunft darüber, ob sie die bis 2030 laufende Betriebsgenehmigung in absehbarer Zeit bis 2050 ohne Veränderung verlängern will. Und sie sagt auch nicht, ob sie die Verlängerung ohne Beteiligung des Parlaments machen will, so wie das Oliver Wittke, der Vorgänger von der CDU, seinerzeit gemacht hat. Wir haben aber eine neue Situation. Der Flughafen muss nach verlorenen Klagen von Anwohnern für diverse Vorhaben jetzt ein Planfeststellungsverfahren durchführen. Und die Gerichte und zuvor die Planfeststellungsbehörde könnten verschiedene Maßgaben für den Interessensausgleich vorgeben. Eine davon wäre denkbar, zum Beispiel das Passagiernachtflugverbot. Der schon erwähnte Oliver Wittke hat sich übrigens am 28.08.2007 nach dem damaligen Landtagsbeschluss auf die Frage im Generalanzeiger, wann wird die Kernruhezeit denn kommen, wie folgt geäußert. Umsetzbar wird eine solche Regelung wahrscheinlich erst beim nächsten Planfeststellungsverfahren am Flughafen Köln-Bonn. Meine Damen und Herren, genau das läuft jetzt. Und deswegen gilt, die Landesregierung darf auf gar keinen Fall durch eine Verlängerung der Betriebsgenehmigung ohne Passagiernachtflugverbot dann einer solchen zustimmen und so die Möglichkeit einer Einführung des Passagiernachtflugverbotes im Rahmen eines Planfeststellungsverfahrens spätestens für 2030 boykottieren. Und die Landesregierung sollte sich auch an die Beschlüsse des Landtages dergestalt halten, dass sie auch an diese neue Bundesregierung den Antrag stellt, das Passagiernachtflugverbot jetzt endlich umzusetzen. Das übrigens haben auch die Wahlkämpfer aus den Wahlkreisen rund um den Flughafen vor der letzten Landtagswahl gefordert, auch von ihrer Koalition. Schönen Dank.